Herr Flitsch, erstmal die wichtige Frage vorweg. Wie geht es Ihnen, angeschlagene Spieler Lukas Klink und Patty Auracher? Alle Spieler stehen zur Verfügung, bis auf Mio Dunic, klar, und Badiani sind verletzungsbedingt nicht dabei. Gut, faktisch, Vöglingen muss gewinnen, um weiter im Wettbewerb zu sein oder die Möglichkeit haben, in die Regionalliga aufzusteigen. Ich denke trotzdem nicht, dass sie gleich alles auf eine Karte setzen werden. Sicherlich dann auch eine erfahrene Mannschaft. Letztes Jahr mit den Stuttgarter Kickers ja abgestiegen aus der Regionalliga. Vor 2 Jahren aufgestiegen über die Relegation schon in die Regionalliga. Also sprich, haben da schon ein Stück weit Erfahrung drin, sind auch einige Spieler noch mit dabei. Kompakte Mannschaft, sicherlich dann auch der einen oder anderen richtig gute Qualität drin dann im Team. Ich denke grundsätzlich sind diese Spiele ja immer sehr ausgeglichen, es ist unheimlich viel Druck drin und die Temperaturen kommen sicherlich noch mit dazu und ich denke, der, wo das Thema einfach besser annimmt, genauer spielt, hat auch dann die besseren Karten. Ja, Sie sprechen es an, es wird sicherlich ein heißes Spiel, auch von der Kulisse her bestimmt werden viele Kickers-Fans da sein. Wir haben jetzt heute beim Training zugeguckt, die Mannschaft macht eigentlich einen recht konzentrierten Eindruck. Wie ist Ihr Gefühl? Ja, also das war noch nie das Thema, glaube ich, dass die Mannschaft immer will. Das hab ich immer den Eindruck und dass sie konzentriert ist. Aber es zählt letztendlich immer auf dem Platz und da zählt dann darum, dass man in gewisse Phasen ruhig ist auf dem Sportplatz, dass man genaue Bälle spielt, dass man vor dem Tor konsequent ist, dass man die 1-gegen-1-Situation voll annimmt, alles reinhaut. Und wenn jeder Einzelne die Dinge dann gut macht, dann haben wir natürlich gute Karten. Wir sind angespannt, ist klar, es ist ein wichtiges Spiel, aber die Stimmung ist gut. Wir sind eine gewisse Lockerheit gehört dazu, aber wir wissen, was morgen auf dem Spiel steht und wir müssen alles reinhauen und gucken, was bei rumkommt. Ja, Josip, du gehst morgen in dein wohl letztes Heimspiel und dann auch so ein wichtiges vor der tollen Kulisse. Was geht einem da durch den Kopf? Ich denke jetzt nicht an mich, ich denke an den Verein und die Mannschaft. Das Wichtige ist, dass wir das schaffen, aufzusteigen. Und so richtig realisiert man das gar nicht, dass man aufhört. Also ich habe es noch gar nicht richtig begriffen. Das wird wahrscheinlich erst später nach den beiden Spielen kommen. Dann nochmal eine andere Frage. Weißt du, was im Juni vor 28 Jahren hier bei den Kickers los war? Nein. Da haben die Kickers zum letzten Mal Relegation gespielt. Übrigens positiv abgeschlossen. Ist das ein gutes Omen? Ich bin positiv. Ich habe dieses Jahr noch kein Spiel verloren auf dem Platz und deshalb bin ich guter Dinge, dass es bis zum Ende so bleibt. Ja, ich schätze mal, 5.000, 6.000 Kickers-Fans werden, denke ich mal, im Stadion sein. Das macht doch Spaß als Profi, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt auch in Großasbach, war ja eigentlich, sollte ja ein Auswärtsspiel sein. Für uns war das ein Heimspiel. War schon geil und als Fußballer, man lebt dafür, für sowas, so eine Spiele mit so vielen Fans. Das macht Spaß einfach. Ist eine geile Stimmung gewesen und ich hoffe, dass morgen auch wieder eine geile Stimmung aufkommen wird.